Mehrere tausend Menschen haben in Berlin gegen die Ausspähung des Internets protestiert. Die Veranstalter sprachen von 20.000 Teilnehmern. Sie forderten ein Ende der Überwachung durch die Geheimdienste und warfen der Bundesregierung vor, sich zu wenig um Aufklärung zu bemühen. Zu der Demonstration hatten unter anderem Bürgerrechtsgruppen sowie Grüne Linkspartei und Piraten aufgerufen. Ausspioniert und überwacht. Aus den Befürchtungen von ein paar wenigen ist die Gewissheit von vielen geworden. Der NSA-Skandal hat das Thema Datenschutz endgültig ins Bewusstsein gerückt. Die Stasi hätten Freude daran gehabt, wenn sie diese Technik gehabt hätten. Da wollen wir nicht hin. Weil das mit eines der grundlegenden Grundrechte in der Demokratie ist, dass man eben auch eine Privatsphäre hat, wo man sich zurückziehen kann. Der Mensch ist individuell und jeder Mensch hat auch Geheimnisse. Und die sollen auch geheim bleiben. Freiheit statt Angst, das Motto heute. Und eine Warnung von amerikanischer Seite, wachsam zu bleiben. Merkel und der Rest der deutschen Regierung sollten die Lügen von Obama, Holder und General Alexander über ihre illegalen Spionageprogramme nicht akzeptieren, denn die belügen die ganze Welt. Die Regierung dürfe Überwachung nicht einfach abtun und müsse für rechtliche Grundregeln sorgen, fordern Verbraucherschützer. Das allein reiche aber nicht. Wir selbst müssen die Augen aufhalten, wir müssen und können uns für Dienste entscheiden, die weniger Daten brauchen. Wir können datensparsamer sein. Und man muss nicht jedes Familienfoto öffentlich bei einem sozialen Netzwerk einstellen. Das ist unsere Verantwortung. Absoluten Schutz vor Überwachung könne niemand garantieren. Nach Ansicht vieler Demonstranten sollte die Regierung aber genau dafür sorgen.